Hey, willkommen zu meinem Retro-Let's Play von Asterix und Obelix für den Gameboy. Ich habe das Spiel in meiner Sammlung gefunden, habe das nie sehr ausgiebig gespielt und habe gedacht, ich gebe dem Ganzen jetzt nochmal einen neuen Anlauf. Und los geht's. Oh, natürlich spielen wir mit Asterix. Ach, ich kann mich nicht an die Szene in irgendeinem der Comics erinnern, wo die Vögel verprügelt hätten, aber gut. Ist das irgendwas? Man kann runtergehen. Ja, so viel dazu. Fangen wir nochmal von vorne an. Was passiert denn, wenn wir hier stöbern? Ach. Nein. Nee, ist man nicht darunter. Schon wieder fast verreckt. Und diesmal verreckt. Ich spiele das ganze Zeug auf Emulator, um das Bild abgreifen zu können. Und ich hätte definitiv Save States machen sollen. Ja. Kann ich hier eigentlich rein? Nope. Auch sehr schön. Von der Höhe her sieht es aus, als könnte man drauf springen, muss aber den Umweg über diese Fässer gehen. Jo. Und das war's dann. War wohl nix. Sehr schön. Hey, und der rennt, und er springt, und er hat keine Ahnung, was passiert. Könnte etwas fester sein. Landet da? Landet! Yeah, gewonnen! London gegen die Römer, offenbar. Because reasons? Ich krieg ein Andenken. Bonus-Level? Womit habe ich den denn verdient? Und was mache ich? Okay, erst den weg. Dann den weg. Und offenbar auf den drauf. Weil. Fliegen? Ah! Los! Zurück! Zurück! Oh Gott, ich habe ein Zeitlimit. Das war ein Reinfall. Und irgendwie bin ich jetzt auf dem Wasser. Oh Gott. Ach, und jetzt bin ich unter Wasser. Und auf noch Level 3.
obwohl aus irgendeinem Grund im Eis sind. Oh Gott. Na, rutschen wir glatt in den rein. Nein, immerhin hat der mich. Und ab dafür. Ach, come on. Jetzt muss ich hier durch, ohne mich einmal treffen zu lassen. Und da ist auch wieder so ein Speerwerfer. Und bitte. Na. Los, werf. Oh Gott, schon wieder so ein Suchlevel. Was zum... Was? Wie? Hä? Muss... Wieso schiebe ich das Ding? Achso, muss das wahrscheinlich ans Ende des Levels. Los, 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 los. Oder auch in den Abgrund. Ah, nee. Gut. Ich muss die alle in die Löcher schieben. Und dabei die Musik ertragen. Okay. Das war's nicht. Was zum... Hilfe! Hilfe! Ich verstehe den Level nicht. Hä? Ist hier wieder einer. Okay. Oh gosh, ne. Oh, ich verstehe es. Ich verstehe es. Oh, nee. Hä? Und jetzt? Hä? Habe ich jetzt... Was ist passiert? Könnte mir das irgendjemand mal erklären? Dann kam Tor, dann war's vorbei. Wieso kannst du über das Ding laufen? Oh, geh weg, geh weg, geh weg! Ich hab nur noch ungefähr 50 Sekunden. Den. Hä? Jetzt habe ich zwei geöffnet und diesmal kommt kein Turm. Vorbei, schon wieder. Ich verstehe es immer noch nicht. Ich irgendein Anhaltspunkt. Spiel. Ich bin wirklich absolut ratlos. In Bezug darauf, was ich machen soll. Rechtsstelle vorbei, Linksstelle vorbei. Ich habe die Dinger, die explodieren. Oder? Ja. Ich versteh's nicht. Braucht man dafür die Anleitung, um das zu verstehen? Gott, 15 Sekunden. Oh, ich hab keine Ahnung. Guck mal, was passiert, wenn ich... Ja. Ich kann nur noch Bildsachen probieren. Weil die richtige Lösung schaffe ich jetzt eh nicht mehr. Los. Hä?
Okay, interessant. Also der bleibt... Nein, nein. Oh Gott. So. Okay. Ich möchte aber nicht Selbstmord begehen. Ja, ich warte. Zeit! Nimm mich Zeit! Nimm mich! Oh, so knapp. So knapp. Also, mir jedenfalls reicht das jetzt. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich werde mal ein bisschen versuchen und gucken. Und vielleicht finde ich es irgendwann noch raus, vielleicht nicht. Bis dahin, sehen wir uns beim nächsten Video.